Wer kennt das nicht? Die Fernbedienung funktioniert nicht, weil der Receiver in so einem Möbelstück versteckt ist, weil die gute Ehefrau sagt, das Ding ist hässlich und muss deswegen versteckt werden. Und das Krasse ist, und deswegen mache ich dieses Video, es gibt dafür eine simple Lösung und es kostet fucking 8 Euro. Als meine Frau das Ding angeschleppt hat, habe ich gedacht, das wird nie funktionieren. Ich bin nicht gesponsert, aber es funktioniert einfach. Und zwar ist es ein Infrarot-Repeater. So, und das Ding funktioniert wie folgt, dass es im Prinzip einen Empfänger gibt, dann einen Sender und dann ja einen USB-Anschluss für Strom. Ja, der Receiver hat jetzt vorne einen USB-Anschluss gehabt, ansonsten geht auch, was weiß ich, ein iPhone-Adapter oder ein Android-Adapter, also USB-Steckdosen-Adapter. Und das Ding, was ihr seht, ist jetzt der Empfänger. Das heißt, die Fernbedienung schickt das Infrarotsignal an das Teil da oben. Und das kleine Fuzzi-Teil, was ihr da seht, emittiert im Prinzip das gleiche Signal nochmal. Und was richtig erstaunlich ist, es funktioniert tadellos. Es ist, also ich hätte nie gedacht, für 8 Euro, momentan, ich sehe es gerade auf Amazon, für 7,44 Euro. Keine Ahnung, wie das funktioniert. So, wir machen jetzt mal die Klappe zu und wie ihr sehen könnt, man kann umschalten ohne Probleme. Es ist sogar nicht mal verzögert, es ist einfach tatsächlich tadellos. Also ich bin normalerweise nicht ein Freund für so Kleinkram, für so wenig Geld zu kaufen, weil es meistens einfach Schrott ist und man kauft es doppelt. Aber dieses Teil funktioniert einfach. Es funktioniert einfach, man kann einen Receiver hinter einem Möbelstück lassen, ist überhaupt kein Problem. Natürlich ist eher die Wärmeentwicklung vielleicht nachher ein Thema. Aber die Geräte, also der Telekom-Receiver ist es jetzt, der hat es gut ausgehalten und wie gesagt, ist absolute Kaufempfehlung und vielleicht habt ihr so ein Ding gesucht. Ich hätte das gern gehabt, dass mir jemand das mal vor Jahren gesagt hat. Hier, so ein Teil gibt es für 8 Euro. ja, unten in der Videobeschreibung ist der Link zu Amazon. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Tag, eine ganz, ganz tolle Woche und bis zum nächsten Mal. Servus, Leute! Willkommen auf der Endcard. Links und in der Mitte seht ihr weitere empfohlene Videos und rechts könnt ihr abonnieren. Ich danke euch vielmals und bis zum nächsten Mal. Servus, Leute!